Warum gibt es dieses Buch? Vielleicht fangen wir mal so an. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Vielen Dank, der läuft gut, der Abend bislang. Ich bin mal gespannt. Weil ich hatte schon zwei, drei Anfragen in der Richtung, aber ich habe das immer abgelehnt, weil eigentlich glaubt mir zwar niemand, aber ich mag das eigentlich gar nicht so. Nee. Aber jetzt wurde ich 60 und der Michael Loreni hat das ja geahnt oder gewusst, dass 60 vielleicht doch im Leben sich nochmal was ändert und hat mich dann rechtzeitig davor angesprochen. Und dann war ich eigentlich, erstmal fand ich es gut, dass er es gemacht hat, weil er war ein Journalist, der mich ein paar Mal auch schon total unberechtigt natürlich, aber heftig kritisiert hatte. Und das fand ich schon mal ganz cool, weil wenn das jetzt jemand gewesen wäre, mit dem ich enges Verhältnis gehabt hätte, hätte er gesagt, okay, hat er sich da so einen Hofberichterstatter dahin geholt. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, vielleicht kriegst du irgendwann mal Enkel. Ich hoffe nicht so früh. Aber dann kannst du dem mal was zeigen, weil ich sammle keine Zeitungsausschnitte oder sowas, aber irgendwas denen mal zu zeigen, dass die vielleicht dann doch, ich kann das Wort Opa immer noch nicht über, es ist noch nicht meine Welt, ne? Aber dass der vielleicht doch mal nicht nur Blödsinn gemacht hat im Leben. Und da habe ich gesagt, okay, du machst das jetzt einmal und auch nie wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, muss ich ihm ein Riesenkompliment machen. Es ist echt, also wenn ich so schreiben könnte, dann wäre ich schon, fände ich cool. Aber das ist ja hochinteressant. Ich nehme für mich direkt mit, ich topfe einfach in der Sportschau jemanden ein und dann kann ich ein Buch über ihn schreiben dann im Endeffekt, weil ich dann nicht in den Verdacht komme, sein Freund zu sein. Aber die Anbahnung kam von Ihnen, Herr Horini, ja? Sie wollten ihn, ja? Für mich war es komplett anders, das muss ich sagen. Also, es war, wir hatten journalistisch schon echt was miteinander zu tun, auch heftigere Geschichten und daraus, aus diesen Konflikten kann man vielleicht auch sagen, ist auch mal die Idee entstanden, ein Porträt über ihn zu schreiben in der FAZ. Und dafür haben wir uns verabredet über mehrere Wochen, sodass wir uns immer wieder mal sehen, dass es ein Interview wird oder ein Porträt wird, was sich nicht so auf ein Gespräch, auf ein, zwei Stunden reduziert, sondern dass man so eine Entwicklung auch so mitbekommt. Und das war für mich in der Zeit, wo es meinem Vater damals sehr schlecht ging. Und das war der einzige Termin, den ich überhaupt noch wahrgenommen habe. Und dann haben wir uns verabredet und dann habe ich ihm gesagt, beim nächsten Mal kann sein, dass ich nicht kommen kann, weil es geht ihm nicht gut. Und dann haben wir über seine Herkunft gesprochen, über seinen Vater. Und er hat mir dann eben auch erzählt, wie das mit der Krankheit seines Vaters war. Und das war auf einmal sehr, sehr persönlich. Ich muss sagen, ich mache den Job jetzt auch schon seit 30 Jahren. Und das habe ich in dem Moment eigentlich noch nie so empfunden, dass es auf einmal auf einer ganz anderen Ebene neben dem Beruflichen so was entstanden ist, was aus der Menschlichkeit entstanden ist. Und die Gespräche für dieses Porträt, die waren sehr intensiv. Und da war für mich nach dem zweiten oder dritten Gespräch klar, dass das einfach mehr ist als ein Porträt, was sich da so entwickelt hat oder was sich angebahnt hat zu werden. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat, ein Buch zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass da einfach viel mehr drin steckt als ein Artikel für die Zeitung. So war das für mich. Jürgen, hat Aki Watzke Sie vorher gefragt, soll ich es machen, soll ich nicht? Sie haben ja sowas schon hinter sich, waren ja der Erste mit einer Biografie vor 2 Jahren, auch im Endeffekt mit sehr viel Auseinandersetzung mit einem speziellen Autor. Gab es da eine Abstimmung vorher? Ja, großer Unterschied, nee, hat er nicht gemacht. Aber das war in Ordnung, okay. muss er nicht. Nee, aber bei Unterschied, ich habe ja mit den Biografien nichts zu tun. Ich habe es gibt mehrere, glaube ich, aber bei mir, ich habe dem Drang widerstanden. Also wird es nicht geben, glaube ich, dass ich das durchziehen kann, aufgrund der ganzen Geschichten, die jetzt so außenrum dann passieren. Ich finde es ganz toll. Ich finde es auch wirklich angenehm und freue mich auch schon drauf, es zu lesen. Ich konnte ja schon ein bisschen was in öffentlichen, in anderen Zeitungen lesen, was wir beide da irgendwie verzapft haben, aber ich freue mich darauf, weil es einfach eine interessante Geschichte ist, weil ich finde wirklich, dass Aki Watzke in der, jetzt ganz bestimmt nicht die einzige, aber eine ganz, ganz wichtige Figur in der Geschichte von Borussia Dortmund einfach ist und dass es einfach Sinn macht, das niederzuschreiben und dann auch niederzuschreiben, was diese Person antreibt und woher er seine Kraft zieht und so weiter. Ich mochte schon immer, jeder, der Aki kennt, weiß das, sein extrem Optimismus. So. Aber zu glauben, dass seine Enkelkinder noch Bücher lesen werden, das fand ich extrem gut.
Waren Sie denn überrascht, dass er es macht, dass er sich so öffnet? Oder hätten Sie vielleicht eher gesagt, Mensch, komm, ey, wir stehen so in der Öffentlichkeit, gib dem Affen doch nicht noch mehr Zucker. Nein, nicht den Affen. Dass Aki sich öffentlich äußert, wie auch immer das dann, ob das gebunden wird oder einfach nur zusammengefaltet, das hat mich nicht überrascht. Ich kann mich an viele Momente erinnern, wenn Michael Zorc und ich uns getroffen haben, wir uns angeguckt haben und haben uns, gerade war eine Schlagzeile mit Aki Watzke in der Überschrift, Michael, hat das wirklich gesagt? Ja, ach du Scheiße. Ja, also nee, das irgendwie was für mich nicht, aber es ist komplett in Ordnung. Also ich finde das nicht, ich möchte es nicht machen, aber ich finde es ganz cool, dass gemacht wurde. So konnte ich auch nochmal über eine spezielle Zeit, die ich in meinem Leben hatte, nochmal nachdenken und nochmal drüber sprechen. Und das hat großen Spaß gemacht. Also auch als ich mich mit Herr Reni getroffen habe. Das, an viele Dinge denkt man ja so gar nicht mehr. Und wenn man dann so ein bisschen gezwungen wird, nochmal drüber nachzudenken, dann fallen einem schon ein paar Sachen ein. Und da die zu 98% positiv waren in Dortmund, ist mir sehr leicht gefallen, das nochmal so aufzurufen. Das ist eigentlich krass, ne? Dass Außenstehende manchmal mehr noch über eine Zeit wissen, weil sie so schnelllebig sind als man selbst. Ne? Dass man da wieder in die Erinnerung zurückkommt. Ne? Ja, klar. Aber man hat es ja nicht vergessen, es ist nur nicht präsent. Also vergessen wäre ja dann, wenn ich mich nicht mehr daran erinnern könnte, das wird vielleicht auch nochmal irgendwann passieren in meinem Leben, aber noch kann ich alles wieder aufrufen. Und es war schön, es ist eine schöne Zeitreise. Wollen Sie auch, Herr Watzke, dass die Leute Sie besser verstehen durch das Buch? Ist das auch eine kleine Motivation mit gewesen? Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ganz ehrlich gesagt. Ich habe einfach diese Entscheidung dann irgendwann getroffen. Es hat ja auch lange gedauert, wir haben ja dann unfassbar viel zusammengesessen. Habe ihn auch sehr viel mit reingelassen, gehört auch viel Vertrauen zu, kriegt natürlich in dem Moment, hat der Orini natürlich auch viele Dinge mitgekriegt, die ich jetzt nicht im Buch haben wollte. Beschimpfungen. Das wäre ein geiles Buch. Das kommt nächste Woche, es heißt, wie es wirklich war. Nein, aber wenn ich dann zum Beispiel auf der Tribüne oder was weiß ich was und da auf den Schiedsrichter da losgehe oder was weiß ich was, du ja auch schon vielleicht ab und zu mal gemacht hast, das musst du ja nicht drin haben. Und ich habe einfach gesagt, bei mir dauert das dann immer ein paar Monate und wenn ich aber gesagt habe, ich mache das jetzt, dann denke ich auch nicht mehr groß drüber nach. Und jetzt haben mir schon wieder Leute gesagt, ja, vielleicht ist es momentan der falsche Zeitpunkt. Entschuldigung, du machst vor 9 Monaten, triffst du eine Grundsatzentscheidung, sollen wir jetzt abwarten, bis wir das nächste Spiel gewinnen und dann verschieben wir alles oder was weiß ich. Ist jetzt einfach so und ich finde, dass das Buch, also es ist, finde ich, sehr gemäßigt. Ja, also ich habe schon versucht, niemanden persönlich anzugreifen oder zu verletzen. Es wären mir einige eingefallen, aber ich habe dem Reiz... Wir sind ganz privat, weil es also ein paar. Ich habe dem Reiz widerstanden und es ist natürlich in der Tat so, das, was uns beiden, und Michael gehört ja auch ganz eng dazu, Michael Zorc, was uns in den 7 Jahren verbunden hat, das war mehr als miteinander arbeiten. Das ist einfach so. Das werde ich auch, habe ich oft gesagt, werde ich nie wieder erleben. In der Form. In dieser Form des totalen Vertrauens, des totalen sich aufeinander verlassen können. Und das ist außergewöhnlich. Das ist absolut außergewöhnlich. Und ich glaube, dass das schon fast ein Unikat war. Was? Wie hat sich denn in Ihrem Leben das Verhältnis verändert? War es einfach für Ihren Vater, dass der Sohn plötzlich viel näher dran war am BVB oder hat es das Verhältnis sogar zwischendurch auch mal belastet? Wie haben Sie das empfunden? Nee, mein Vater, ich war immer ein Papakind, komplett, total zum Leidwesen meiner Mutter, die auch jetzt schon wieder gemeckert hat, dass sie fast keine Erwähnung findet, aber immer. Und, können Sie auch für Herrn Orini schieben. Ich habe dem alles erzählt, Mama. Und nee, aber mein Vater, das ist ja auch, ich habe mich auch deshalb im Ruhrgebiet so relativ schnell und auch zurechtgefunden, weil mein Vater eben von hier ist und dadurch die ganze Verwandtschaft hier in Bochum und väterlicherseits in Bochum und in Dortmund gelebt hat, war mir als Kind schon immer dieses Ruhrgebietsthema ein großes Thema für mich. Und insofern war es auch ein bisschen einfacher. Und mein Vater und ich, wir hatten also, das hört sich jetzt bescheuert an, aber ich glaube, der ist 82 geworden, davon haben wir ja über 50 zusammen verbracht, aber wir haben nicht einen einzigen Tag gehabt, wo wir Streit gehabt hätten. Das war einfach so, das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, war aber definitiv so. Und ich kann mich noch erinnern, Jürgen und ich haben auch sehr viel auch über unsere Väter gesprochen. Ich weiß gar nicht, du hast immer gesagt, dein Vater wäre sehr ehrgeizig gewesen, hätte dich immer zu absoluten Höchstleistungen getrieben, schon im Jugendbereich und so. Und das waren auch immer, mein Vater hat schon da eine wichtige Rolle gespielt. War das so damals bei Ihnen, ja? War da richtig Dampf dahinter? Ja, mein Vater hat war ein wie heißt das denn? Natürlicher,
war immer ein Trainer in allen der Bereichen, was er gemacht hat. Also Tennistrainer, Skilehrer, Fußballtrainer, war all sowas. Und das Glück meines Lebens war, dass ich alles, was er wollte, dass ich gerne mache, habe ich geliebt. Ja. Wenn, ich habe das mal gesagt, hätte ich Florist werden wollen, hätte ich eine Höllenkindheit gehabt. So, dann hätte er mich überzeugt von den anderen Dingen wahrscheinlich. So war es sehr angenehm, aber klar. Also einfach, wie Väter sind schon prägend, aber ich fand es nie, wenn ich dann drüber spreche, im Rückblick, dann ist immer so, klingt es immer so, als wäre mein Vater irgendwie so ein bisschen ein komischer Kerl gewesen und ein bisschen zu hart zu mir. Das war nicht so, nur er war einfach sozialisiert in einer Zeit, er ist 33 geboren. So, also als der Krieg zu Ende war, war er 12. Das heißt, zwischen 39 und 45 war nicht viel mit Schule und so weiter, wo wir alle normalerweise lesen und schreiben lernen. Das hat er alles später gelernt. Und jetzt, das sind natürlich keine Sozialpädagogen großgezogen worden, ne, in der Zeit. Also die haben nicht Vorschläge gemacht in der Erziehung, sondern die haben gesagt, links oder rechts. Und wenn links scheiße war, ist trotzdem bei links geblieben, weil jetzt habe ich schon mal gesagt. So, und dafür hat er es ganz gut gemacht, finde ich. Also, aber das hat immer in so einem Fall natürlich dann die Mutter als sehr, sehr, sehr abfedender Faktor natürlich geholfen. Ja, frühzeitig mir gesagt, der meint das nicht so. Weil der meint das genau so. Ja. Aber alles gut. Wie alles wiederholt gut. sich das jetzt, oder wie ist es jetzt mit dem eigenen Sohn? Ist das dann Augenhöhe oder ist das auch Patriarchat? Ist das Kumpel? Also ich würde sagen Augenhöhe, mein Sohn würde sagen Patriarchat. Also mein Vater war extrem liberal. Ja, das muss man wirklich sagen, der war extrem liberal. Dem hatte ja auch quasi, da der ja ganz früh auch die Eltern verloren hat, hatte der auch überhaupt keine Vorstellung, wie eigentlich so Erziehung eigentlich funktioniert. Der war ja dann im Krieg jahrelang in Lagern hat er ja gelebt und ist dann nach Hause gekommen mit 13, da ein Elternmann schon lange tot und war ganz auf sich allein gestellt. Und dann haben die den irgendwann über so eine Verschickung dann aus dem Ruhrgebiet dann nach Erlinghausen geschafft, weil da noch eine Verwandte lebte. Und der hat also mich immer gewähren lassen. Das hat auch dann schon mal, das hätte auch schon mal schief gehen können, weil ich habe auch viel Blödsinn gemacht so in meiner Jugendzeit. Und mein Sohn ist aber da erstaunlicherweise komplett anders. Der ist nicht so, der läuft relativ gerade so. Ne? Und ich versuche dem auch viel Freiheit zu geben, aber er hat schon, glaube ich, das Gefühl, dass ich dann doch vielleicht doch nicht so viel gebe. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls das Verhältnis ist auch 1A. Also das ist ja, wir haben ja zwei Söhne und das ist bei uns ist hier, bei uns ist es sehr. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir. Ich kann mich daran erinnern, als Ulla und ich zusammenkamen und dann haben wir unsere erste gemeinsame Wohnung genommen und dann saßen wir am Tisch und dann haben wir sozusagen die Kassen, weil jetzt wollten wir gemeinsame Kasse machen oder sollten wohl, mit dem ganzen Zeug, was außen drum dran hing. Und dann haben wir es auf den Tisch geworfen und ich hatte minus 40.000 und sie hatte plus 10. Also ich fand, das war eine super Idee mit der gemeinsamen Kasse. Ich frage jetzt nicht, wie es heute ist. Ja, das hat sich auch verändert. Ja, das stimmt. Das stimmt, das hat sich auch verändert. Aber Um was es eigentlich geht, dass wir das große Glück hatten, dass wir als Familie gemeinsam in diese Situation reingewachsen sind. Ich habe das ja ein paar Mal gesagt, wäre ich von 2001 ungefähr, als das alles so losging, in 2019 gebeamt worden, würde ich verrückt werden, weil das kann man einfach nicht stemmen. Diese Wertschätzung, die ja alles total positiv ist, wie die Leute mir meistens gegenübertreten, aber das kann man ja als normaler Mensch, da muss man sich ja dran gewöhnen, dass das einfach, das muss man ja verstehen. Und das konnten wir als Familie alle lernen. Und die Jungs sind heute meine besten Freunde. Es ist einfach so, wir haben früh angefangen und gleich wieder aufgehört. Also die Burschen sind jetzt auch nicht mehr ganz so jung, 30 und 33. So, aber wir machen immer noch gemeinsam Urlaub und gehen das wie mit zwei Kumpels und einem Mädel, das ich gut finde, gehen wir dann da in Urlaub. Das finde ich extrem lässig. Das hätte ich mir früher so nicht vorstellen können. Und deswegen alles gut. Ich habe es versucht, ganz anders zu machen als mein Vater, aber das ist dann auch so ein gewollter Versuch, der nicht so richtig funktioniert. Ich dachte immer, wenn Marc mir bei den Hausaufgaben, wenn er eine Aufgabe nicht konnte, dachte ich echt, die ist so leicht, der will mich hundertprozentig verarschen.
Wollte nicht. Er wusste es einfach nicht. Das hat sich aber hinten raus dann alles reguliert. Und heute sind die Kerle viel schlauer, als ich jemals war. Und das ist ganz angenehm. Das ist ja das, was man so als Vater so am liebsten hätte. Dass man einen guten Kerl da, also ob Mädchen oder Junge, dass man mit denen richtig gut klarkommt und die einfach zurechtkommen im Leben. Mehr brauchen wir ja gar nicht. Nur, dass der Jürgen die ganze Zeit da nicht Grimassen schnallt. Gut. Ich habe eben noch gedacht, wenn du mal so gut nicht nur schreiben, sondern lesen könntest, wie der Aureni, wäre es auch schon klasse. Wenn es ein Gen zum Glücklichsein gibt, dann ist das bei mir nicht sehr entwickelt. Ich glaub... Vielen Dank, schönen Abend noch. Kommen Sie gut nach. Entschuldigung. Aber stimmt, ne? Das stimmt definitiv. Das stimmt definitiv. Ich glaube, dass es bei mir eher so etwas gibt wie eine Grundzufriedenheit im Leben. Mir fehlt die Gabe, auch mal fünf gerade sein zu lassen, ein Auge zuzudrücken. Ich analysiere Situationen meist in allen Facetten. Das macht es dann auch schwierig für mich, vor allem wenn man doch eine gewisse Grundskepsis in sich trägt, wie ich es tue. Ich weiß, dass ich ein sehr privilegiertes Leben führe. Ich habe eine tolle Familie, Freunde, die mich tragen und eine Arbeit, die mich erfüllt. Aber das verleitet mich nicht zum Überschwang. Dieses Gefühl ist vielleicht mal 30 Minuten nach einem wichtigen Sieg da, aber nicht länger. Das ist so in mir drin, da komme ich auch nicht gegen an. Jürgen ist da ganz anders. Da passten wir ideal zusammen. Meine grundskeptische Art mit seiner extrem positiven, aber eben auch nicht euphorischen Herangehensweise. Denn euphorisch ist Jürgen nicht. Dafür ist er zu intelligent. Er kann die Dinge intellektuell auch immer sehr genau einschätzen. Aber in seinem Denken vor einem Spiel kommt eine Niederlage einfach nicht vor. Und in meinem kein Sieg. Das hat sich wechselseitig geradezu perfekt ausgeglichen. Oft hat er mich mit seinem Optimismus angesteckt und manchmal habe ich ihn vielleicht auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Unsere Charaktere haben sich wunderbar ergänzt. Wir haben im Kern aber auch eine Wesensähnlichkeit im menschlichen Kern. Darum geht es mir vor allem. Jürgen weiß auch sehr genau, dass wir da Parallelen haben. Er kennt mich wahnsinnig gut. Aber diese Ähnlichkeit bemerken die meisten Menschen nicht, weil wir in der Öffentlichkeit unterschiedliche Rollen ausfüllen. Wir sind beide extrem leidenschaftlich, nicht nur was den Job angeht. Jürgen hat mir auch zusätzliche Sicherheit gegeben und ich ihm vielleicht auch. Ich wusste damals, dass ich von jemandem, der ganz Deutschland in seiner Art komplett erreicht, immer Rückendeckung hatte. Jürgen baut sich ja wie ein Gebirge auf und dahinter kannst du dann auch mal ein, zwei Tage durchschnaufen. Er hat sehr gute Nehmerqualitäten, über sein psychisches Wohlbefinden muss man sich keine Sorgen machen. Das hilft natürlich. Das ist eine enorme Entlastung. Wir haben uns beide immer gegenseitig gestützt, auch wenn einer von uns beiden mal Mist gemacht hat oder Blödsinn geredet hat. Wir fühlten uns zusammen sehr stark und wir waren auch sehr stark. Wie immer, mir hat keiner gesagt, was ich lesen soll. Ich glaube, das ist doch hier direkt, oder? Ich lese den Klappentext, oder ja, was? So, genau. Erscheinungsdatum, Preis. Gut, kein Ding. Das ist schön, schwarz auf gelb. Passt. Aki habe ich das erste Mal getroffen in dem Unternehmen eines seiner Freunde. Es war nach Feierabend, alle Leute waren schon weg und ich saß da allein mit ihm. Ich kannte Aki zuvor eigentlich nur aus dem Fernsehen, aus dem Doppelpass. Da kam er mir immer vor wie ein Betz. Da wollte ich mich noch für entschuldigen. Aber jetzt steht's da wirklich. Ja, doof. Da kam er immer vor wie ein Bezirksliga-Zehner, der den Fußball liebt, dem klassischen Stammtischpatrouillen Parolen nicht fremd sind und der die Öffentlichkeit nicht scheut. Er machte aber durchaus einen intelligenten Eindruck. Doch hinten. Wir reden vom ersten Eindruck. Doch hinter dieser harten Schale steckt ein super weicher Kern. Das habe ich selbst nicht geahnt, aber ich habe das dann festgestellt. Wir waren uns direkt sympathisch und wir haben schnell gemerkt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Offensichtlich war bald, wir haben beide, lapidar gesagt, ein ziemlich großes Mundwerk und wir haben beide kein Problem damit, was einzustecken. Das erste Gespräch mit ihm war, wie es mit einem Vereinschef ebenso ist. Es ging ein bisschen um Fußballphilosophien, um den ganzen Rhabarber, den die Vereinsleute dann hören wollen und von einem Trainer. Was hast du denn für einen Plan? Spiele gewinnen natürlich. Das wäre ganz hilfreich, sagte ich. Dann wurde es angenehm. Und nach dem Gespräch folgten, ich weiß gar nicht, wie es sich ausdrücken soll, 7 super wertschöpfende Jahre. Wir sind uns immer näher gekommen, unsere Beziehung wurde immer enger. Das war wunderbar.
Wer ist wehmütiger von Ihnen beiden, wenn man sowas liest? Sind Sie das dann doch, Herr Watzke? Ich auf jeden Fall, ja. Weil Jürgen macht sich ja einfach und haut einfach ab. Ja, und lässt mich hier mit dem ganzen Scheiß alleine. Und kann sich natürlich die beste Presseabteilung des BVB hat er übrigens vor der verschlossenen Tür stehen lassen für heute Abend. Kann sich natürlich, und der ist ja, wie gesagt, extrem cleverer Junge, der hat sich ja damit mit Liverpool wirklich wahrscheinlich den Club geholt, der am allerbesten zu ihm passt. Wobei Jürgen wird jeden Verein prägen, komplett, hundertprozentig. Und, wir reden über dein Buch, okay? Das ist schon klar. Also, aber deshalb bei mir mehr Wehmut. Das ist manchmal im Trainingslager in der Schweiz oder so, dann liegst du nachts wach, kannst nicht schlafen und dann denkst du, irgendwas fehlt. Und dann. Und dann ist das Lachen von Jürgen Klopp auf der Terrasse bis nachts um 2 Uhr. Ha, 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 ha. Und weil die alle immer stundenlang zusammengesessen haben und unfassbar viel Spaß zusammen gehabt haben. Also, ja, das ist ja jetzt auch nicht ganz richtig in deiner Erinnerung, weil ich kann mich ja nur sagen, meine wäre das erste Trainingslager in Donaueschingen gewesen und die Runde. Gut. Ja. Wollte dazu nur sagen, dass eigentlich die meiste Zeit Aki gequatscht hat den ganzen Abend und ich deshalb so viel gelacht habe, weil ich muss sagen, du bist ein richtig guter Geschichtenerzähler. Und diese Runde, und das ist jetzt das Problem, und es ist schade, ist ja an der Geschichte. Und ich habe es ja auch mitbekommen jetzt. Jetzt bin ich heute Abend hier. Der BVB ist, keine Ahnung, Achter und es ist jetzt gerade möglicherweise nicht so cool, wenn der ehemalige Trainer, der im Rückblick ja dann noch viel besser war, als es eigentlich tatsächlich war, dann da sitzt und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Aber de facto ist es ja so, dass man muss da über eine Zeit sprechen können, die extrem großartig war. Und es waren dann nicht nur Aki und ich, da sitzt Josef Schneck, später dann Sascha Flicke, da war Fritz Lünschermann dabei. Da waren so viele Leute, mich hat Zorg natürlich im Trainingslager, wenn wir alle zusammensaßen, Thomas Hetzel organisiert, dann kam Nobby, dann kam die ganze Marketingabteilung, kam dazu, Carsten Kram, alle saßen auf einmal da und wir saßen alle an einem Tisch und mochten uns alle. Das ist ja verrückt, wo gibt es denn sowas? Wir haben einfach uns alle gemocht. Und er hat geredet. So. Nee. Also und das ist das Außergewöhnliche. Und das ist jetzt auch wieder dann das Schöne. Und das ist ja nur so ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang. Und natürlich werden Dinge rausgegriffen. Dann wird es so dargestellt, als könnte Aki ohne mich jetzt nicht. Und würde jeden Trainer mit mir vergleichen. In Teilbereichen ist das natürlich so, dass er Trainer mit mir vergleicht, weil es ja nur besonders gut war, so wie ich heute wie ich meine Chefs mit Aki vergleiche. Nur... Jetzt habe ich halt kein Buch geschrieben und rede dann auch nicht drüber oder sonst was, aber das Gefühl ist ja trotzdem genau das Gleiche. Das heißt, es geht ja in so Geschichten, geht es ja immer noch, man erzählt das, was war. Und ich habe immer gesagt, das Leben ist wie so ist eine Ansammlung von Geschichten und Erinnerungen. Irgendwann sitzt man zusammen, guckt zurück und kriegt das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Und das ist ja in dem Fall so. Und jetzt haben wir es eben noch schwarz auf gelb oder schwarz auf weiß da stehen. Und ich finde das eine ganz angenehme Geschichte und ich hoffe, dass die Leute einfach das Richtige draußen mitnehmen. Weil es ist einfach eine... Also das muss ich wirklich sagen, und das jetzt, ich habe selten geschleimt, dann musste es auch nie, aber es ist einfach speziell. Es ist tatsächlich speziell. Die Geschichte, die Aki in dem Verein geschrieben hat, ist speziell, weil bevor ich ja schon kam, also das hat mit mir gar nichts zu tun, jetzt bin ich halt am Abend da, deshalb wurde auch ab und zu über mich gesprochen, aber bevor ich kam, ging die Geschichte ja los. Und das ist ja der spannende Teil, das ist ja der Krimi in der Geschichte. Wir würden ja heute gar nicht sitzen und es hätte mich nicht gegeben und es hätte ganz viele andere nicht gegeben, wenn Aki damals nicht ein paar durchaus clevere Entscheidungen getroffen haben. Und dann hinten raus wird es ein bisschen rührselig, weil er das halt auch ist, aber davor war es halt einfach ganz, ganz groß und hat diesen wahnsinnig tollen Verein am Leben gehalten. Und anschließend haben wir dann gemeinsam dafür gesorgt, dass Leben auch wieder ein bisschen schöner sein kann. Und im Moment die Probleme, die der Verein anscheinend im Moment hat, die ich jetzt nicht so richtig natürlich verstehe, weil wir waren in schwierigen Situationen, aber der hat... Verglichen mit dem, was die Probleme der Verein hat, ist ja ein Mückenschiss, ist ja gar nichts. So, das ist ja alles zu regeln. Und für die Stimmung in einem Verein ist ja nicht nur der Trainer oder sonst jemand verantwortlich, sind ja die Leute für verantwortlich auch. Und deshalb, wenn der Signal Iduna Park irgendwann mal vielleicht seine hundertprozentige Verantwortung auch wieder lebt und spürt, dann wird es für jeden Gegner hier brutal schwer. So, also nur das, so wollte nur ganz kurz zur Aktualität mein Senf geben. Ja.
Fußball, was andere Leute denken, sollte eigentlich egal sein, aber auch nicht in der Öffentlichkeit. Das, was Jürgen Klopp gerade gesagt hat, Herr Watzke, haben Sie das ein bisschen verknappt? Haben Sie sich da mal bemüßigt geführt in den vergangenen Wochen oder Monaten, das Ihrem aktuellen Cheftrainer zu sagen, dass er auch genau einordnen kann, was los ist? Nein, das kann er, glaube ich, sowieso. Das ist ja auch nicht der erste nach Jürgen. Aber es ist natürlich für jeden Trainer beim BVB relativ schwierig. Das gibt es aber überall dort, wo Trainer eine Epoche geprägt haben. Manchester United, das gleiche Problem mit Alex Ferguson. Das ist, und Lucien macht sehr gute Arbeit und das ist überhaupt nicht das Thema. Und wenn wir eben über Wehmut oder da sprechen, dann geht es nie um die Wehmut, dass man jetzt ihn nicht mehr als Trainer hat. Aber es geht da um ganz andere Dinge. Es geht darum, dass wenn man abends mal scheiße drauf ist und dann sind wir abends, haben wir Wein getrunken und haben Skat gespielt mit Ola zusammen und haben da richtig Gas gegeben, gespielt wie die Verrückten. Und dann hast du dich danach total stark gefühlt. Na, dann warst du, und das ist, es geht jetzt überhaupt nicht um den Trainer, nicht um den aktuellen und nicht um die davorherigen, aber diese spezielle Beziehung, das ist eben eine andere Sache. Das geht hier um eine reine menschliche Komponente. Und ich habe mich verstehe mich mit Lucien Favre gut, habe mich auch mit Peter Stöger vorher gut verstanden, auch mit Peter Bosch. Und das sind alles gute Trainer, das ist überhaupt nicht das Thema. Wenn es hier geht's immer wieder um das Thema, wenn es hier darum geht, dann geht es einfach nur um diese private Komponente. Haben Sie, Herr Orini, das in den Was ist jetzt mit mir? Haben Sie das in den Gesprächen exakt immer so empfunden? Auch man könnte ja wirklich wunderbar satirisch da was draus machen, wenn man sich überlegt, wie Lucien Favre bei einem Glas Wein das liest und sagt, oh Mensch, es gab mal schöne Zeiten für meinen Chef. Ja. Also es hat schon eine gewisse Groteske auch da drin eigentlich. Ne? Naja, also so ein Buch entsteht ja nicht von heute auf morgen. Und es hat jetzt nicht angefangen mit dem ersten 2-2 und hat nicht aufgehört mit dem letzten 2-2, sondern wir haben das Buch mit den ersten Gesprächen angefangen in der Saison davor noch. Ja. Da war Favre noch überhaupt kein Trainer. Und dann lief das ja auch erstmal exzellent. Ich meine, die letzte Hinrunde, ich glaube, so was Gutes. Herr Klopp, haben Sie das hingekriegt hier? Ich weiß es gar nicht, wie die Hinrunde hier war. Von der Hinrunde weiß ich nicht. Das war sensationell auf jeden Fall, was die Mannschaft da abgeliefert hat. Champions League alles gewonnen. Das Bayern-Ding als klare Nummer 1 seit 6 Jahren zum ersten Mal gedreht. Also da ist ja echt was passiert. Und das war in dieser Phase haben wir dieses Buch gemacht. Dass es jetzt rauskommt, wenn man zweimal aus einem 2-1 ein 2-2 macht, okay, das ist wie zweimal verloren, das ist natürlich nicht super. Aber ich hatte dieses Gefühl, um die Frage jetzt endlich mal zu beantworten, ich hatte dieses Gefühl nie, dass es irgendwie ein Vergleich mit irgendjemand ist. Und darum ging mir es auch überhaupt nicht, sondern es fängt ja schon mit dieser Beziehung zwischen Vätern und Söhnen an. Und im Fußball wird ja immer so getan, als ob Beziehungen irgendwie gar keine große Rolle spielen würden, als ob das alles über Taktik und über sonst irgendwas und neue Spieler. Aber dass Beziehungen auch für den Erfolg wahnsinnig wichtig sind, das kommt, glaube ich, in diesem Kapitel sehr stark zum Ausdruck. Und ich glaube, das kommt auch in der Karriere von Jürgen Klopp sehr stark zum Ausdruck, dass Beziehungen innerhalb eines Vereins, innerhalb einer Mannschaft, durch Personen, die diese Beziehungen pflegen und leben können, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und dass das nicht irgendwie nur so, das ist natürlich menschlich, aber dass das auch Einfluss auf den Sport und auf die Gemeinschaft hat. Und das sollte eben diese beiden Kapitel über Klopp und Watzke und Klopp, die ja nacheinander kommen, das sollte das eben klar machen, dass diese Beziehung auch für den Sport und für den Erfolg dieses Vereins enorm wichtig war. Im Fußball wird so viel übereinander geredet, jeden Tag. Haben Sie mal je was Schlechtes über Jürgen Klopp gesagt, Herr Watzke? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was hätte sein sollen, außer wenn wir gerade verloren hatten vielleicht. Aber es war ja auch nicht so oft. Nein, aber das ist, das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt und nicht. Und Sie? Immer Clown gesagt oder irgendwas? Nee. Gedacht habe ich bestimmt schon mal. Aber gesagt, nee. Also alles ist eine klassische Männerfreundschaft. So, das ist ja ganz cool bei den Geschichten. Du musst ja nicht jeden Tag denken, der andere ist der Allergrößte. Du bist nur, du musst ja nur die Sachen, die wichtig sind, musst du einfach sagen. Und damit ist dann auch alles gut. Wir haben uns in der ganzen Geschichte darf man ja nicht vergessen, das heißt ja wirklich Michael Zorc immer noch dabei. Ja. So, und das ist ja wirklich, wenn wir. Das hat er auch Skat? Das kann er nicht und das hat ihn in einzelnen Momenten ausgeschlossen, weil er da einfach dann ja nicht funktioniert hat, aber da haben wir glücklicherweise ja Ola bekommen. Aber wir haben uns einmal die Woche beim Italiener zum Mittagessen getroffen und wussten tatsächlich davor meistens nicht, über was wir reden sollen. Es war einfach ein fester Termin. Und der war wichtig,
manchmal und manchmal einfach nur eine gute Zeit. So, und das gibt es natürlich so jetzt nicht so oft in diesem schnellen Geschäft, wo man sich einfach mal so kurz 2 Stunden Zeit nimmt, um was zu besprechen, wo es tatsächlich also um Inhalte geht, kaufen wir den nicht, weiß der Teufel. Oder, also meistens haben sie, damals hatte, als ich ja hier war, hatte der BVB noch kein Geld. Das ist ja erst, das hatten sie erst, als ich weg war. Ja. So, also haben wir also meistens, also haben wir dann Mittagessen, habe ich immer nur gesagt, können wir den kaufen? Nö. Alles klar, dann können wir jetzt über die, dann können wir über die anderen Dinge sprechen. Am Mittagessen konnten Sie bezahlen. Das habe ich nie bezahlt. Das, okay. Darf man das heute noch, das hat dann immer Acke übernommen. Na, dann ist ja, gut, das war cool. Und Sie, eine Geschichte, die jetzt ja gerade gestern irgendwie öffentlich wurde, nach der Partynacht auf dem Truck irgendwie, sind Sie am Hühnerwagen verendet irgendwie? Ich habe jetzt heute in wirklich mühevoller Recherche, also man hört, die Geschichte sei von Jahr zu Jahr spektakulärer geworden. Meine ist meine ursprüngliche Erinnerung. Ja. Das aber alkoholgeschwängert natürlich durchaus ein bisschen auch, aber das genau das, was ich erinnere. Das war Meisterkorso und Sie haben es nicht mehr runtergeschafft. Und der ganze Verein, das muss ich mir vorstellen, hat mich einfach auf den Bus zurückgelassen. Ja, da weiß man auch, welches Standing man hat. Ne? Ja. Ja, auf wen man sich dann verlassen kann. Ja. Du warst auch weg. Nicht, ich wusste. Nein, du hast gewartet, du bist weggelaufen, als ich den. Nein. Ja. So, das ist eine wirklich außergewöhnliche Geschichte, weil tatsächlich, also. Es waren die einzigen beiden Menschen auf dem Gelände, waren Aki Watzke und Jürgen Klopp. Das stimmt definitiv. Ja. Wie auch immer ich von dem Wagen runtergekommen bin, also da war niemand mehr, der war in der Garage geparkt und ich wache auf und denke, die Party ist offensichtlich. Und wie im Film, dann stand er da. Bitte? Er war dann da. Also er war da. Ihn haben Sie, okay. Und ich beide kein Handy? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, Handy oder nicht. Ja, wir waren, ich glaube, hätten wir es einfacher gewesen. Ja, ich glaube, wir hatten keins. Weil du hast aber, ja immer Angst, Geld, dass du vom Wagen das Ding, dass dir das runterfällt oder was weiß ich, was ich kann es nicht sagen. Ja, Geld. Ja, ich gehe nie ohne Bargeld. Das ist Fußball, ne? Geld, kein ich Problem, nicht, Kommunikation, ich hatte nicht 6. mal Geld dabei. Ja, genau. Nicht mal Geld dabei. Den hätten wir eigentlich auch nicht gebraucht, aber wir hätten sie auch so mitnehmen können. Es wäre uns wirklich witzig, wenn wir den nochmal treffen würden. Ja. Das wäre wirklich witzig. Also Aki muss ihn tatsächlich mit Geld zwingen. Ja, also wir haben einen. Wir müssen ihn wirklich mit Geld zwingen, uns mitzunehmen. Das muss man mir vorstellen, an dem Abend. Wir haben das Double gewonnen, richtig? Das war zweite. Das war 2012. Ja, okay, 2012. Und man muss an dem Abend jemand in Dortmund zwingen, Aki Watzke und Jürgen Klopp mitzunehmen im Auto. Also müsste ich eigentlich nicht besoffen sein, um mir das irgendwie anders vorzustellen. Aber da sieht man mal die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und dann saß man drin und das, also aus meiner Erinnerung hat die Geschichte genauso stattgefunden, ist nie was dazugekommen, auch wenn das dann so gerne erzählt ist, ist genau das. Ich saß hinten drin. Ja, und ich musste ja auf das Problem war, das war so, die Polizei hatte uns, die hatte den Korso verkürzt, weil es hatte sich alles festgerammelt, wir kamen nicht mehr weiter. Und dann haben die uns auf so einen abgelegenen Gewerbehof gefahren da und hauten eine Balle ab. Ne? Und auf einmal, wir waren da und dann, es war total einsam und die hatten ja die ganze Stadt abgesperrt für den Korso. Und es kam kein Auto und kein gar nichts. Nach 10 Minuten leuchtete von hinten so ein Scheinwerfer und ich bin dann sofort einfach auf die Fahrbahn gesprungen. Ne? Und dann Jürgen meinte, es wäre ein Mercedes-Transporter gewesen. Ja. Ich war der Meinung, es war ein Ford Transit. Aber das ist. Aber ich bin Schwabe. Die sehen auf die Entfernung ähnlich aus. Das erste Spannende war, das war dann so ein älterer türkischer Mitbewohner. Der hatte aber alle Sitze mit weißen Bettlaken bespannt, damit wir wussten auch nachher warum, weil damit das Blut vom Schlachten nicht alles auf die Finger da kam. Und hinten im Kofferraum flogen ungefähr 10, 11 lebende Hühner. Ich meine allerdings noch einen toten Hammel entdeckt zu haben. Der muss aber auch in so eine Geschichte. So. Und und dann sind wir natürlich in 10 Polizeikontrollen reingeraten. Ich habe allerdings nur die Geräusche der lebenden Hühner wahrgenommen, weil der tote Hammel hat nichts mehr gesagt. So, also dementsprechend kann ich mich an den nicht erinnern, aber das war wirklich großartig. Weltklasse. So, und das ist einfach, und das ist jetzt, weil immer, also mein Gedanke war ja immer, wenn man mal was gewinnt, muss man es eigentlich feiern, wie früher in der A-Klasse. Mhm. So. Und das haben wir hingekriegt. Da gab es ja gar keine Regeln. Ist das nicht das schönste am Mannschaftssport, dass es mal mit Verlaub scheißegal ist, ob es ein Double aus Meisterschaft und Pokal ist oder ob es wirklich der A-Klassenmeisterschaft ist für den Mannschaftssport, es für ist die Kabine, ist genau das Gleiche, oder? Absolut. Und ja. das war herausragend. Das ist, was wir damals auf die Beine gestellt haben, in der Stadt, die ganze Stadt, also es war brutal, borstig Platz. Deswegen wollten wir es ja so unbedingt noch mal ein paar Mal haben. Dann hat er nicht mehr so gut hingehauen. Wenn ich gewusst hätte, dass das letzte Mal ist, hätte ich nicht so viel gesoffen, könnte ich mir mehr erinnern. Ist der BVB eigentlich völlig ausgeschlossen?
Nach dem BVB fragt mich eigentlich nie jemand. Das ist zum ersten Mal, außer Aki fragt ab und zu. Wann denn das letzte Mal? Ja, Quatsch, das hat er auch im Buch, gesagt. Aber da saß ich im Flieger, da klingt, das sitzt Ulla neben mir, da klingt das Telefon in der Aki und ich gehe. Du hast das gesagt. Wie, was habe ich gesagt? Dem Moreni. Aber ich dachte, wir reden Sachen alles, hätte ich das nicht sagen sollen. Doch. Ach, dann war er nicht so richtig gebrieft. Aber einmal da klingt das Telefon, ich gehe dran, da war die Frage, wer will zu. Jürgen, kommst du zurück? Und ich, hä? Da bin ich genauso, bist du verrückt? Was ist denn los? So, also das war da die Geschichte. Nee, aber zu der anderen, was war die Frage? Das ist, nee, ich habe mir einfach tatsächlich keine Gedanken drüber. Das Coole ist ja, das muss man sich eigentlich nicht. Normalerweise wird ein Trainer ja rausgeschmissen irgendwann und wird ja nicht vor ein paar Mal gefragt, wann wird es rausgeschmissen? Ist ja nur, man macht es ja als Fußballtrainer über die nächsten 3 Jahre. Wir sind froh, wenn wir durch eine Saison kommen. Das ist ja tatsächlich so. Und dementsprechend weiß ich es einfach nicht, was passiert. Aber das andere wird immer nur gefragt. Ich gehe ja nicht raus und sage, also ich überlege jetzt, ob ich Bayern oder die Nationalmannschaft mache oder Borussia Dortmund oder sonst was. Ich bin froh, dass das, was ich gerade mache, relativ gut funktioniert, aber das ist schwer genug, um ehrlich zu sein. Ich finde es auch, wenn ich jetzt der Einzige bin, der noch ein Bier kriegt und alle anderen trinken keins, wie sieht das denn aus? Warum trinkt ihr denn kein Bier? Mehr. Das vielleicht abzuschließen, das Ganze ist im Moment, wird es natürlich relativ positiv, werde ich relativ positiv besprochen, aber nicht vergessen, wir haben jetzt Oktober, im Mai haben zwischen dem Halbfinale der Champions League und dem Finale der Champions League, denke ich, haben relativ viele Leute gedacht, wir werden das Finale auch verlieren und dann wäre das Finale Nummer 7 in Folge gewesen, das ich verloren hätte. Das ist nicht ganz so. Gefühlte dass, was Temperatur Leute, anders. Ja, oder? Komplett. Und ich bin ja nicht doof genug, um das nicht zu wissen. Ja. So, also das ist mir, das hatte, für mich hat es keine wirkliche Relevanz, aber ich weiß, dass die Wahrnehmung im Moment super positiv ist. Ich habe die Welttrainer-Dingens gewonnen, weil meine Mannschaft mir ermöglicht hat, das Finale zu gewinnen. Mhm. So, und wenn du das nicht, wenn es Pochettino gewonnen hätte, wäre Pochettino jetzt der beste Trainer der Welt. Wir müssen das nicht größer machen, als es ist. So, ist alles in Ordnung. Ich bin fein mit dem, was ich mache und bin hoffentlich in der Zukunft gesund genug, um noch irgendwas machen zu können. Und dann wird man sehen, was. Aber also in diesem Fall ging es auch wirklich in keiner Weise um irgendeine aktuelle Zukunftsdiskussion, sondern einfach nur um dieses ja auch in diesem Buch so beschriebene Gefühl. Könnten Sie sich vorstellen, Herr Horeni, dass so etwas, was so gewertschätzt wird, und was ja so sauber verpackt immer wieder auch so schön besprochen wird, dass das nochmal funktionieren könnte. Ich meine, das Leben zeigt häufig ja auch, dass es nicht mehr aufzuwärmen gibt. Es geht einfach nicht nochmal. Was würden Sie sagen? Na, so wird es natürlich nie. Ja, so in dieser Konstellation, das kann ja nicht nochmal passieren. Aber ja. Ob man nochmal irgendwie zusammenfindet, das weiß man ja nie. Wie das auch immer mal sein wird, keine Ahnung. Also im Fußball würde ich sowieso mal nichts ausschließen. Ja. Und so viele Möglichkeiten, es wird ein paar Möglichkeiten geben, aber dass Dortmund, würde ich sagen, eine Möglichkeit im Denken von Jürgen Klopp ist, können Sie ihn vielleicht direkt selbst fragen. Aber dass das ausgeschlossen ist, würde ich jetzt mal sagen, nee. Ist es ein Blanko-Offerte? Ist es in Ihrem Herzen, Herr Watzke, dass Sie sagen, irgendwann machen wir es nochmal? Um das mal ganz klarzustellen. Ich habe ihn damals angerufen, das war aber schon, ist glaube ich, 2 oder 3 Jahre her. Da standen wir mal wieder vor der Frage, was machen wir? Und bevor wir dann eine Entscheidung getroffen haben, versuche ich ja nochmal ein bisschen drüber nachzudenken. Und dann habe ich gedacht, wenn wir jetzt was machen, und der Jürgen in 4 Wochen im Interview sagt, ja, mich hat keiner gefragt, dann kannst du natürlich sofort, dann kannst du hier sofort den Laden zumachen, dann bist du entlassen. Das wäre ein echter Freund, wenn er das dann gesagt hätte auch, ja. Ja, er hätte ja gestimmt, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und es war so, ich hatte auch keine große Hoffnung, es war mehr für mich, um meine eigene Zukunft abzusichern. Aber wenn er ja gesagt hätte, wäre es auch cool gewesen. Wird Jürgen Klopp, wird Mats Hummels nochmal Nationalspieler? Was würden Sie vom Bauchgefühl sagen? Also ich habe kein Problem mit Fragen in der Öffentlichkeit zu beantworten. Ich würde nur gerne irgendwie, wenn ich schon nicht auf jetzt drüber nachdenken kann, weil die Zeit reicht nicht, hätte ich gerne vorher drüber nachgedacht, das habe ich nicht. Ja. So, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Weiß ich nicht, das entscheidet ja Jogi Löw. Ich habe, glaube ich, zu Mats Hummels alles
gesagt, was ich über ihn denke, und es war 100% positiv. Ja, und dementsprechend, ja, ist das aber trotzdem dann die Entscheidung des Bundestrainers, und es hat es ja gestern Abend, die haben ja andere gespielt, und das ist ja komplett in Ordnung, also das muss man nicht so groß aufhängen. Mats ist, halte ich, und ist, wenn ich ein Buch schreiben würde irgendwann und würde über die 2-11er, 2-12er Mannschaft dann schreiben und die würden dann alle hier sitzen, dann würden auch alle denken, wir hätten ein Verhältnis gehabt miteinander, weil das ist in der Erinnerung ja auch nur positiv. Also klar, Wahnsinn, was ich, wie ich die, meine Wertschätzung für diese Jungs, die damals mit dabei waren von 2-8 bis dann 2-12 oder 13, 14, das ist ja könnte nur nicht, schön. Das ist ja besser könnte nicht größer sein, weil ich, es wird ja immer so getan, als hätte ich irgendwelche Jungs erweckt, aber ich kann ja, das waren ja keine, die haben ja, die hatten das ja alle. Wir haben gemeinsam eine Situation kreiert, gemeinsam meine ich wirklich alle gemeinsam eine Situation kreiert, in der eine sehr junge Mannschaft einen unglaublichen Fußball spielen konnte. Und dabei haben wir als Trainerteam unseren Job gemacht, der ganz bestimmt dabei war, aber hätten die Jungs nicht gekonnt, hätten wir keine Chance gehabt. Und die waren schon richtig gut. Und Mats war ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Truppe offensichtlich, und dementsprechend könnte meine Meinung über ihn tatsächlich nicht positiver sein. Und die Liga sieht ja im Moment super spannend aus, und wer am Ende so eine Art so ein Gefühl entwickeln kann dafür, es am meisten will möglicherweise auch, hat schon eine relativ gute Chance. Ja? Wir sind schon verrückt, wenn Schalke gewonnen, darf man nicht sagen, aber das ist übrigens die verrückte Situation meines Lebens. Ja? Ich bin 100% schwarz-gelb, aber jetzt ist mein bester Freund Trainer von Schalke 04. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das klarkriegen soll. Sie sind einfach ein guter Freund, möglicherweise. Ja, ja. Dass Sie ich freue mich für ihn, dass er gewonnen hat. Wahnsinn. Also wären die Tabellenführer gewesen, wenn sie gewonnen hätten am Wochenende. Jetzt ist es Marco Rose, mein ehemaliger Spieler. Wahnsinn. Mit Gladbach so. Aber es ist ja alles noch offen, und dementsprechend wird eine ganz spannende Saison offensichtlich, wie in allen anderen Ländern ja auch. Haben Sie einen Plan schon für einen etwaigen Abgang? Wissen Sie, wie Sie so etwas grundsätzlich gestalten wollen, oder lassen Sie einfach auf sich zukommen? Haben Sie andere Erlebnisse bzw. andere Personen auch möglicherweise aus anderen Vereinen, wo Sie sagen, so nicht? Carsten, der lacht ganz hoffnungsfroh schon. Ja, also sagen wir mal, so einen grob umrissenen Plan im Leben versuche ich immer zu haben. Aber das ist noch längst nicht so weit, weil ich habe jetzt meine Rentenversicherungsakte geguckt und habe festgestellt, dass ich erst in 6 Jahren und 6 Monaten rentenberechtigt bin. Oh. Und es geht ja nicht darum, geht es um mich, sondern ich will ja auch noch niemanden zur Last fahren. Und also ein das bisschen war dir 20 Jahre lang scheißegal, und jetzt fängst du an. Und nein, also sind Sie beteiligt am Bucherlös? Ein bisschen. Ich? Ja, ja, klar, aber ich gebe es weiter. Ich gebe es weiter an unsere Stiftung und an die Jugendarbeit in meinem Heimatverein. Also ich habe da keine ökonomischen Ziele. Und zwar 100% weiter, also nicht ein Teil. Ich habe da keine ökonomischen Ziele. Nein, aber ich, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass es jetzt reicht oder was weiß ich, dann werde ich erstmal das machen, was ich immer gemacht habe. Dann gehe ich zu Reinhard Rauber. Und dann werde ich ihn um ein Gespräch bitten, und dann sprechen wir mal, wie es weitergeht. Aber Fakt ist ja eins, für mich ist ja eine andere Situation jetzt wie für Jürgen. Für mich ist auch völlig ausgeschlossen, dass ich in meinem Leben irgendetwas anderes als Borussia Dortmund mache. Das heißt also, Borussia Dortmund, egal welche Position ich habe, ob diese oder eine andere oder gar keine, ich werde ja immer weiter hier sein. Ich werde ins Stadion gehen, ich werde mir die Spiele angucken, solange ich noch Auto fahren kann, auch die Auswärtsspiele. Und wenn ich dann zum Schluss auch die Heimspiele nicht mehr schaffe, dann nur vielleicht deshalb, weil ich nicht mehr transportfähig bin. Aber das wird, bis so lange wird das weitergehen. Das ist, das wir können das gerne als Drogen verstehen. Ja, ich habe ja nicht gesagt im Amt. Aber diese Beziehung ist unzerstörbar, und auch die ist nicht zeitlich limitiert. Bei all der Freundschaft haben Sie auch nur eine leiseste Befürchtung, dass Sie irgendwann mal in die Position kommen, als Freund ihm zu sagen, du, jetzt reicht's? Oder glauben Sie, dass er wirklich selbstbestimmt und würdig alles später bestimmen kann, was den so operativen Abgang... Nee, also habe ich gar keine Befürchtung. Ja. Nee, Aki hängt an dem Verein, nicht an der Position. Deshalb macht es das nicht so wahnsinnig. Also ich finde das schon cool, die ganze Geschichte da ein bisschen mitzumischen, aber das ist nicht das ist nicht sein eigentlicher Antrieb. Mhm. Es ist im Grunde genommen,
Und er hatte, ich weiß gar nicht, welche Position er alles gemacht hätte im Verein. Aber ich glaube, du als angefangen hast, als Kassierer. Was ist das? Schatzkassierer. Beim A-Klassenspieler. Ne? Immer noch A-Klassenspieler. Als Schatzmeister. Und dann hat das Ganze sich ein bisschen entwickelt. Aber es geht tatsächlich nicht, es ging damals um den Verein, also komplett ausschließlich. Und ich glaube, das weiß ich, dass so ist. Darum geht es immer noch. Und deshalb in dem Moment, wo er sich als nicht mehr hilfreich empfinden würde, würde er aber sagen, und dann ganz bestimmt gehen und nur noch Spiele gucken, weil ihm einfach der Erfolg von Borussia viel zu wichtig ist. Also wird er immer vergessen irgendwie in so Geschichten. Also ja, warum die Entscheidung? Werden alle getroffen, dass aus einem Gefühl heraus, das richtig sind logischerweise, damit der Verein so erfolgreich wie nur irgendwie sein kann. Und das kann man ihm hundertprozentig abnehmen. Beispiel, haben Sie das immer so empfunden, auch in Ihren Gesprächen, dass auch in einem Geschäft, wo die Neurosen fliegen, es wirklich immer um Borussia Dortmund geht? Schauen Sie mal, wie wenig Leute es gibt, die einen Verein über so lange Zeit führen. Ja. Das heißt, haben wir in der Bundesliga nicht viele. Ja. Und das ist ja auch dieses Gefühl, was in diesem Buch eben auch zum Ausdruck kommen soll, wenn du eben mit deinem Vater schon als Kind zu einem Verein gehst. Das ist jetzt keine Position, die man einfach so beliebig wechselt. Und das sind eben auch Beziehungen, die sich von klein auf festigen. Ich meine, bei Uli Hoeneß im FC Bayern, das ist ja das Paradebeispiel beim anderen Club. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass er eine andere Motivation hat, als das Beste für seinen Verein rauszuholen und immer daran zu denken, was ist das Beste, was ich dafür tun kann. Und bei Herrn Watzke würde ich das auch sehen, dass natürlich diese Aufgabe auch was Glamouröses hat. Es ist überhaupt nicht zu bestreiten, und das zu genießen, hat er auch die Fähigkeit dazu. Aber dass im Kern natürlich diese Begeisterung für den Verein, dass das eine Triebfeder ist, das habe ich in diesem, wir waren jetzt anderthalb Jahre, haben wir daran zusammengearbeitet, das habe ich immer wieder gespürt. Finanz- oder Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland? Ich bin kein guter zweiter Mann. Das wirkt ja fast, als hätten wir das geübt, oder? Ich würde in Ihrem Sinne und vor allem dadurch, Herr Watzke, dass Sie die Hauptperson des Abends sind, ich würde in Ihrem Sinne sagen, Sie kommen nicht wieder in die Situation, dass Jürgen Klopp jetzt geht und Sie müssen hier bleiben. Ich würde sagen, wir machen gemeinsam Schluss. Vielen Dank, alles Gute. Danke, Herr Oreni, danke, Jürgen Klopp. Toi, toi, toi für die erste Meisterschaft seit 30 Jahren. Vielen Dank, schönen Abend, alles Gute. Danke.